Hallo zusammen, hey, hier ist Vanessa und ich bin hier bei der TUISA und es gibt ein Herzensprojekt der TUISA Stiftung. Ihr seht diese Wagen im Hintergrund, das sind Krankentransportwagen, die werden hier in Deutschland gekauft und dann werden sie nach Marokko gebracht. Das macht die TUISA mit diesen Autos, die gebraucht hier, wie gesagt, gekauft werden. Und zwei davon seht ihr stehen schon hier. Ziel ist es, 4 dieser Krankentransporter nach Marokko zu transportieren. Und dafür sammeln wir noch Spenden. Also unten in der Box könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Informationen sehen, wie ihr spendet. Und das Coole an der ganzen Sache ist, wir werden diese Wagen nach Marokko transportieren. Selber, ich bin dabei. Und das geht im August los. Und dann werden wir unterwegs sein mit diesen Wagen und bringen die nach Marokko. Also, warum brauchen wir so was in Marokko? Es gibt Gebiete, da ist es sehr schwer, mit dem Krankenwagen reinzukommen oder es ist finanziell sehr schwierig, Leute ins Krankenhaus zu transportieren, weil es halt sehr abgekapselte Stellen gibt und es geht um Krankentransporte, Krebspatienten oder halt sei es auch nur eine normale Verletzung. Krankenhaus ist meistens weit weg und da kommen diese Wagen zum Einsatz und das hat sich die TUISA ausgedacht, eine sehr gute Sache, wie ich finde, deswegen auch ein Herzensprojekt. 4 dieser Wagen, wie gesagt, werden gesammelt. 2 stehen schon hier und ihr könnt uns helfen, dass wir noch 2 sammeln und die nach Marokko bringen. Und das machen wir dieses Jahr im Sommer. Seid dabei und verfolgt das weiter. Wir werden euch auf den Laufenden halten. Das war's von mir.